Ein Flugkapitän im Unruhestand. An der European Flight Academy in Rostock-Lage bildet sich Stefan Lane-Hülsenberg zum Fluglehrer weiter. Nach mehr als 40 Jahren als Pilot und Ausbilder bei der Lufthansa. Nun geht es darum, aus mir einen standardisierten Fluglehrer zu machen. Dazu gehört auch Flugtraining auf der einmotorigen Diamond DA-40. Zuvor steuerte Stefan Lane-Hülsenberg den Airbus A340. Jetzt ist alles ein paar Nummern kleiner. Man kommt besser ran, es geht natürlich auch schneller, die Wege sind kürzer. Der erste Trainingsflug als Fluglehreranwärter. Die Bedingungen könnten nicht besser sein. Ja, das ist natürlich hier unsere Copacabana hier von Rostock. Also schaut euch das an, ist das klasse. Strandkörbe hier, Hotel Neptun, die Hafeneinfahrt von Warnemünde. Heute auf dem Lehrplan Gewöhnung ans neue, vergleichsweise kleine Cockpit sowie Landetraining am Ostseeflughafen Stralsund-Barth. Wir fliegen da in Barth Traffic Pattern und wenn wir eins nach dem anderen fliegen, dann fliege ich jeweils ein Stück weit mehr in Anführungsstrichen alleine. Flughafen Rostock-Lage. Hier absolvieren die Flugschüler der European Flight Academy den zweiten Teil ihrer ATPL-Ausbildung. Darüber hinaus werden hier Linienpiloten zu Fluglehrern geschult. Einer der ersten ist Stefan Lane-Hülsenberg. Stefan, willkommen in deinem ersten DA-40-Flug heute. Wir versuchen jetzt mal einen alten Hasen von großen Airlinern, von Airbus, runter zurückzubringen auf den Boden der Tatsachen mit einem kleinen Schulflugzeug der LAT. Und das wird heute dein erster Flug sein. Ja, auf den ich mich richtig freue. Unser Ziel heute ist einfach erstmal nur anzukommen in diesem neuen Cockpit. Genau. Und dafür haben wir jetzt auch unsere Checklisten vorbereitet. Und das wird deine Hauptaufgabe sein, heute sich wohlzufühlen, anfangen in diesem neuen Cockpit mit Stick und Throttle. Und einer wahrscheinlich nur ein Viertel der Geschwindigkeit, die du sonst gewohnt bist. Genau. Für alles ist ein bisschen mehr Zeit, genau. Was ja sehr schön. Heute ist Markus Welker der Fluglehrer des erfahrenen Kapitäns, dessen letzter Linieneinsatz gut 6 Wochen zurückliegt. Vom Langstrecken-Airbus zum einmotorigen Schulungsflugzeug. Es ist ja nun nicht mein allererster Flug mit einem kleinen Flugzeug. Das hat ja schon im letzten Sommer wieder angefangen, auch dann schon recht intensiv. Aber nun geht es darum, also aus mir sowas wie einen dann standardisierten Fluglehrer zu machen. Und darauf freue ich mich, dass der Markus mich auf all diese Punkte hinweist. Das ist viel an neuen Verfahren, zum Teil auch bekannten Verfahren, aber viel auch, was einfach im Wording anders ist, was natürlich auch abgestimmt ist auf dieses neue, ganz andere und sehr viel kleinere, aber sehr schöne Flugzeug. Das ist natürlich auch eine spannende Geschichte für mich. Wir haben hier eine Kapazität an Flugstunden und an Erfahrung. Und der Stefan wird uns komplettieren in unserem, ja, ich sag mal, Potpourri von Fluglehrern. Wir haben hier eine breite Streuung von allgemeinen fliegerischen Background, von militärischen Piloten und eben auch direkt von der Fluglinie. Ist hochkostbar für uns, weil es auch ein Farbklecks ist, den unsere Schüler gern sehen und sagen, oh, guck mal hier, das ist einer, der macht genau das, was ich mal später werden möchte. Ab dem Punkt sind wir nicht mehr in dem Schutzbereich des Flugplatzes Lage. Und